Die Schlager des Jahres, präsentiert von Bernhard Brink. Guten Abend. Hallo Leipzig. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Wunderbar. Zum siebten Mal gibt es die Schlager des Jahres. Zum zweiten Mal sind wir hier in der Media City in Leipzig. Und die sieben ist eine Glückszahl. Hoffentlich auch für uns. Ich kann versprechen, wir haben tolle Gäste, wir haben tolle Titel. Angekommen bin ich mit einem Taxi. Volga, ne, wunderbar. Und das hat seinen guten Grund, denn just in diesen Wochen feiert eine Institution Geburtstag. Die Leipziger Taxigenossenschaft wird 125 Jahre alt, besser bekannt heute als Löwentaxi. Und obwohl sie die älteste Institution ist in Deutschland, also ihren Chauffeuren, sieht man das nicht an. So sieht zum Beispiel eine Taxifahrerin in Leipzig aus. Schauen Sie mal. Ja. Ja. Haha. Oh. Da will man am liebsten gleich hinterher, ne? Aber ich muss offen gestehen, das war gar keine Taxifahrerin. Das war Sabine vom Ballett. Nochmal einen herzlichen Applaus für Sabine. Dankeschön, Sabine. Dazu nachher mehr. Jetzt kommen wir zur ersten Musik. Er stammt aus Dresden, ist immer braun gebrannt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er zurzeit mehr auf Mallorca lebt als in Deutschland. Und er ist ein Liebling der Frauen. Und das ist auch gut so. Sein Titel schmeckt noch nach Sommer 2001. Ich muss sagen, ich finde ihn stark. Baila Baila. Hier ist Olaf Berger. Heute Nacht mache ich meinen Komm, wir fliegen zu den Sternen. Weiter, weiter, mir.
Sie hat sich heimlich, still und leise nach oben gesungen. Sie hat einen hohen Wiedererkennungswert in der Stimme und inzwischen eine große Fangemeinde. Das Muttersein und Showgeschäft verbindet sie ohne Probleme. Und wen sie jetzt meint, wenn sie singt, du hast mich tausendmal belogen, das weiß ich nicht. Aber dass sie jetzt singt, das weiß ich. Andrea Berg. Komm zu mir. Hm? Alles klar, super. Geil, ja? Ich komme gar nicht mehr zu Wort. Andrea, jetzt mal Butter bei den Fische, wie man so bei dir in der Ecke sagt. Was ist denn dran an Hochzeitsplänen mit deinem Kollegen Olaf Henning? Eine ganze Menge. Mhm. Ich werde ihn im nächsten Jahr, werde ich, wenn er mich fragt, ja sagen, doch, ja. Du wartest noch auf die Frage. Andrea Berg, danke schön, Andrea. Schlager waren schon immer gesamtdeutsch, denn der Himmel ließ sich ja doch nicht teilen. Und trotzdem hat ein Lied in diesem Jahr für Aufregung gesorgt, dessen ironische Botschaft scheinbar nur im Osten verstanden wird. Und so heißt es dann auch. Im Osten, Niemann und Benz, die Aufsteiger des Jahres. Die Eingefleischten.
Fashion-Kenner wissen, dass die Männer im Osten besser küssen, dass die Mädchen im Osten schöner sind. Weiß heutzutage jedes Kind, dass die Mauern im Osten besser halten, dass die meisten hier meistens etwas schneller schalten, dass eigentlich fast alles etwas besser ist als im Westen. Jeder wird mal die Erfahrung machen, dass die Kinder im Osten öfter lachen, dass sie sich auch über kleine Sachen freuen und wenn sie böse waren, das später auch bereuen. Dass die Omis im Osten viel lieber sind und jeder Spinner hier eigentlich nur halb so viel spinnt. Dass eigentlich fast alles etwas besser ist als im Westen. Trotzdem sind wir, wir sind ja so schön, viel zu bescheiden, es sind ja auch schön. Trotzdem kann uns immer noch nicht jeder leiden. Wir sind ja so schön. Wir sind ja so schön, viel zu bescheiden, es sind ja auch schön. Dass wir irgendwann die Sieger sind, lässt sich nicht vermeiden. Jeder weiß, dass wir hier immer unser Bestes gaben und dass auch Ossis zum Golf erfunden haben. Dass die Zeit hier nicht so schnell vergeht, weil sich die Erde etwas langsamer dreht. Dass die Butter hier mehr nach Butter schmeckt und der Sekt auch etwas mehr nach Sekt. Dass eigentlich fast alles etwas besser ist als im Westen. Trotzdem sind wir, wir sind ja so doll, viel zu bescheiden, es sind ja auch doll. Trotzdem kann uns immer noch nicht jeder leiden. Wir sind ja so doll. Wir sind ja so doll. Viel zu bescheiden. Wir sind ja doll. Dass wir irgendwann die Sieger sind, lässt sich nicht vermeiden. Jeder weiß, dass die Sonne im Osten erwacht und um den Westen meistens einen großen Bogen macht. Dass der Wind von Osten meistens etwas frischer weht, dass die Semperoper nicht in Düsseldorf steht. Dass Martin Luther auch schon ein Ossi war und dass im Osten überhaupt alles wunderbar und eigentlich fast alles etwas besser ist als im Westen. Trotzdem sind wir, wir sind ja so cool, viel zu bescheiden, es sind ja auch cool. Trotzdem kann uns immer noch nicht jeder leiden. Wir sind ja so cool. Wir sind ja so cool. Viel zu bescheiden. Wir sind ja auch cool. Dass wir irgendwann die Sieger sind. Dass wir irgendwann die Sieger sind. Dass wir irgendwann die Sieger sind, lässt sich nicht vermeiden. Und nun begrüßen wir einen Mann, der schon 50 Jahre auf der Bühne steht, singt und komponiert. Sie haben richtig gehört, 50 Jahre. Und diese schönen Lieder sind alle von ihm. Das schöne Mädchen von Seite 1, das möchte ich haben von Seite 1. Vom Katalog aus dem Versandhaus möchte ich das Mädchen von Seite 1. Doch es geht alles leer und mein Herz
Junge. Wunderbar. Dankeschön. Das ist der Mann mit den tollen Einfällen. Henry Valentino alias Hans Blum. Sag mal, Hans, du musst mir wirklich mal erklären, wie hält man das aus? 50 Jahre Showgeschäft. 50 Jahre Showgeschäft, da muss ich ganz kurz auf den Anfang kommen. Es ist 1950 gewesen, da habe ich die erste Fernsehsendung, Versuchssendung, aus einem Luftschutzbunker gemacht in Hamburg. Und da waren zwei sehr hübsche Mädchen, ein junges Mädchen von 19 mit ihrer hübschen Schwester und sang. Und ich habe mit Bruce Lowe gesungen und dachte, mit den beiden müsste man ein Quartett aufmachen. Und ich habe 1951 das Hansen-Quartett gegründet und die eine hieß Inge und die ist noch immer da und die ist auch heute mit mir hier in Leipzig. Sie hat mit mir gesungen, 15 Jahre, unendlich viele Schallplatten, Background. Und ich muss sagen, dieses Jubiläum möchte ich von Herzen mit meiner Frau teilen. Sehr schön, gratulieren wir dir. Und sie hat sogar noch die wunderschöne Textidee zu Beiß nicht gleich in jeden Apfel gehabt. Das muss noch mal besonders erwähnt werden. Da sind wir beim Stichwort auf. Wir haben gerade wunderschöne Titel gehört von dir. Wer hat die im Original gesungen? Ich habe gemacht das schöne Mädchen von Seite 1, das war Howard Carpendale. Ja. Dann kam Inka, die hat dann gesungen Beiß nicht gleich in jeden Apfel. Das war Wenke Mürre, glaube ich. Das war Wenke Mürre, ja. Zucker im Kaffee. Erich Silvester. Richtig. Was hatten wir noch? Wir hatten Wähle, Dry, Dry, Dry. Ja. Und das war Graham Bonney. Aber die unvergessene Alexandra, die bei mir ihr erstes Lied gesungen hat am Klavier. Zigeunerjunge. Hans Blum, alias Henry Valentino. Jetzt gibt's noch ein paar Blumen von der bezaubernden Uta Bresan. Uta, wunderbar. Danke schön. Danke schön. Danke schön, Uta. Danke schön. Ja, liebe Kollegen, und jetzt. Auch ein Titel von Hans Blum im Original von Severin. Jetzt geht die Party richtig los. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch. Große Klasse. Ne? Ihr habt das super gemacht. Dankeschön. Danke Hans dir. Und Mannschaft. Zwei Jahre lang haben wir sie vermisst. Jetzt ist sie wieder da mit neuem Album, das genauso heißt wie der Titel, den sie uns gleich singen wird. Und im nächsten Jahr geht's auf Tournee. Dann ist sie wieder vorbei mit dem schönen Landleben in dem alten Bauernhaus bei München. Aber die Fans wollen ja auch mal wieder was von ihr haben. Auch wenn es nicht vernünftig ist. Herzlich willkommen, Claudia Jung. Soll ich ihn noch treffen heute Nacht? Du sagst einfach, bleib doch hart, doch ich hab keine Wahl. Auch wenn du sagst, ich wäre dumm und mich dauernd fragst, warum, ich liebe ihn nun mal. Leih mir deinen Wagen, ich muss gehen, ich kann nicht anders, ich muss ihn heute noch sehen. Kopf kann ich
Wie oft hab ich mir schon gesagt, nein, diesmal bleibst du hart und gib doch immer nach. Überall kann ich mich kontrollieren und ich kann es nicht kapieren. Bei ihm, da werd ich schwach. Leih mir deinen Wagen, ich muss gehen. Kann dem Drang nicht widerstehen. Auch wenn es nicht vernünftig ist, ich kann mich nicht dagegen wehren. Mein Herz, nur mein Herz entscheidet sich. Auf meinen Kopf kann ich nicht hören. Ich muss einfach bei ihm sein. Werd ich morgen auch bereuen. Auch wenn es nicht vernünftig ist, ich bin unheilbar vor Begehren nach ihm. Einfach
fehlen nur dich. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Erstmal möchte ich ganz, ganz herzlich bedanken bei den vier entzückenden Damen vom MDR Fernsehballett. Toll, oder? Da macht das Auftreten Spaß. Und ich verspreche, nachher singe ich noch einen. Es gibt Brink direkt mehr. Versprochen. Keine Frage. Und unser nächsten Gast war es musikalisch in letzter Zeit ein bisschen stiller. Und dann brachte sie im Sommer einen Titel raus, der hat ihr richtig Glück gebracht. Sie wissen schon, die Frage, Florian, was hast du mit meinem Herz getan? In 27 Fernsehsendungen war sie drin, haben wir gesagt, da ist sie auch hier dabei bei den Schlagern des Jahres. Unterstützt von vier Tänzern, hier ist Inka. Wie sieht es hier aus? Alles schon okay? Alles okay. Alles ganz toll und glücklich. Ja. Wunderbar. Freuen wir uns. Es gibt ja und gab ja viele Probleme zurzeit in Deutschland. BSE, Maul- und Klauenseuche. Die Renten sind nicht mehr sicher. Es fehlt der Nachwuchs, die Kinder. Ne? Und Gott sei Dank gibt es ein paar Promis, die gleichen das aus. Roberto Blanco. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja. Einmal geflogen, zack, Vater geworden. Ne? Franz Beckenbauer hat eine Weihnachtsfeier völlig falsch verstanden. Immer nach dem Motto, Auswärtspunkte zählen doppelt. Zack, Vater geworden. Ja? Und dann unser Bobbele, Boris Becker. 5 Sekunden in der Wäschekammer.
Aber Mann, wäre der bloß alleine gewesen, was der gespart hätte. Ja, also. Ja, wie komme ich jetzt bloß wieder zur Musik zurück? Ne? Am besten mit einem Traumpaar. Das sind sie nämlich, Rosanna Rocci und Michael Morgan. Und sie machen vieles gemeinsam, aber sie pflegen auch ihre Solokarrieren. Und darum ist er auch allein hier heute, ohne Frau und Kind, als wenn es Liebe wäre, Michael Morgan. Nur ein Blick und der Regen geht. Ich kann es nicht glauben, yeah. Wie ein Engel stehst du neben mir und du berührst mein Herz. Nur ein Blick und ich folge dir. Du lässt es nicht glauben, so wie ein Engel und ich spür, hey, du verführst mein Herz. Sag mir, dass es kein Spiel ist. Sind uns nah, als wenn es Liebe wär. Ich brauche dich so sehr. Laufe tausend Träumen hinterher. Du öffnest meine Welt. Zeigst mir dein Gefühl und noch viel mehr. So als wenn es Liebe wär. War verloren in der Einsamkeit und wollte es nicht glauben, yeah. Suchte die Vergangenheit weit, weit von hier. Diesmal halte ich dich fest, denn wir sind uns nah, als wenn es Liebe wär. Ich brauche dich so sehr. Laufe tausend Träumen hinterher. Du öffnest meine Welt. Zeigst mir dein Gefühl und noch viel mehr. So als wenn es Liebe wär. Ich wusste nie, wie tief wir uns berühren. Aber einmal im Leben lässt du mich spüren. Wir feiern in der Sendung für einige Jubiläen, jetzt zum Beispiel 30 Jahre Bühne mit Juliane Werding. Und sie hat ungefähr zur gleichen Zeit... Sie hat ungefähr zur gleichen Zeit angefangen wie ich und ganz ehrlich, mir sieht man es an, ihr nicht. Und ich muss sagen, es waren gelegentlich komplizierte, aber durchaus immer doch schöne Zeiten. Egal, es gibt kein Zurück. Juliane Werding und Benz. Sie rennt Tür auf und sie springt rein.
Dankeschön, sage ich im Namen von Juliane Werding. Wir sagen Dankeschön für 30 Jahre Bühne. Juliane, die Blumen sind für dich. Das ist toll. Herzlichen Glückwunsch für 30 Jahre. Danke, Berne. Danke. Und viel Glück bei deiner Tournee, ja? Alles klar, Juliane Werding. Liebe Zuschauer, immer öfters werden ältere Titel neu aufgenommen und dann vergleichen sie natürlich das Original und die neue Version. Und ich habe vor einiger Zeit ein Lied gehört, da habe ich gesagt, Mensch, Brink, das musst du einfach singen. Und ich glaube, Sie stimmen mir zu, das kann wirklich zwei Interpretationen ab. Sag ja auch, ich lieb sie immer noch. Und ich weiß nicht, ob das je vergeht. Sag ja, ich wart und träum und hoff. Obwohl ich weiß, es ist zu spät. Gerd Christian. Bernhard Brink. Gerd, warst du damals sehr überrascht, als du meine Version hörtest? Ich war überrascht, aber ich habe mich gefreut. Ich habe es sehr gut gefunden. Ganz toll gemacht. Wunderbar, freut mich, Gesamtdeutsch, dass du sozusagen. Hervorragend, Dankeschön. Mit deiner Hilfe, gemeinsam, wie das so sein soll. Jetzt bist du natürlich nicht gekommen, nur um ein Kurzduett mit mir zu singen, a cappella-mäßig, sondern du hast einen neuen Titel mitgebracht, der steht so ein bisschen für den Neuanfang deiner Karriere. Kann man das sagen, ja? Ich denke auch, er ist ein Jahr ganz, ganz gut gelaufen und ist eine Art Comeback sozusagen und ich hoffe, dass es so weitergeht. Was kann man da sagen? Wir drücken die Daumen für Gerd Christian. Ich träum von dir. Bitte schön. Freunde sein, war die Nacht doch beinahe stärker als wir. Ahnungslos lief ich ins Feuer hinein und riskierte meine Seele dafür. Wusste von Anfang an, dass ich dich nicht vergessen kann. Ich träum von dir, mehr als nur ein ganz neu. Als ich die Sonne sah, waren wir uns viel zu nah. Auch dieses gehört zu den Popgeschichten des Jahres 2001. Das neue Projekt des Hamburger Top-Produzenten Frank
Petersen, der unter anderem durch Enigma Weltgeltung erlangte. Es geht um gregorianische Gesänge, verbunden mit dem Pop-Feeling der Neuzeit. Das erste Album mit Evergreens war ein Millionenerfolg und auch das zweite ist in den internationalen Charts zwischen Österreich und Singapur ganz weit vorn mit dabei. Diesmal auch mit Eigenkompositionen wie der Titel Moment of Peace, dessen aktuelle Aktualität man vor kurzem noch gar nicht erahnen konnte. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Gregorian! Schöne Musik mit Gregorian, übrigens bei uns auch in Albumcharts in den Top 10. Liebe Zuschauer, was macht man mit einem Mann, der im letzten Jahr einen Hit hatte und in diesem Jahr schon wieder einen? Ganz klar, den lädt man wieder ein und freut sich mit ihm über seine Erfolgskurve. Und vielleicht hat er auch einen Schutzengel, denn sein Titel heißt Engel und der Mann heißt Nino D'Angelo. Ja.
es wehtut. Einmal war ich schwach, das könnte doch auch dir passieren. Du hast eine Nacht den Mann, doch nicht sein Herz verloren. Denn ich liebe dich noch wie am ersten Tag. Ich gehöre noch immer dir, denn sonst wäre ich jetzt nicht hier. Unsere Engel fliegen noch und viele heilt die Zeit. Lass mich durch die Hölle gehen, nimm dir Zeit, um zu verstehen. Unsere Engel fliegen noch, mit uns das ist noch nicht vorbei. Nino D'Angelo. Nino hat übrigens braune Augen, das habe ich genau geprüft. Er kann also nicht gemeint sein, wenn Christina Bach irgendwem in die, wie heißt es so schön, Fenster zur Welt schaut. Unverschämte blaue Augen, Christina Bach. Normalerweise würde ich aufstehen und sofort gehen. Normalerweise aber, was ist denn schon normal? Voll daneben, wie du mich anmachst, deine Sprüche super frech. Wenn du meinst, dass du mich damit rumkriegst, hast du leider recht. Unverschämte blaue Augen, sind schmusevolle weicher Blick. Hey, du kuschelst dich halt in mein Herz, als ob du da einziehen willst. Oh,
Riesenräder, er wird einem richtig schlecht. Wenn er glaubt, dass er mich heute rumkriegt, hat er leider recht. Und verschenkt die blaue Augen, verschmust auf alle weicher Blick. Hey, du kuschelst dich heute in mein Herz, als ob du da einziehen willst. Ja, Christina, jetzt musst du Farbe bekennen. Wem gehören denn diese unverschämten blauen Augen? Ist da irgendwas Neues im Gange? Nach Holger ein neuer Verfolger oder so? Naja, also die blauen Augen hatte ich 6 Jahre lang bei Holger und jetzt sind sie braun mit khakifarbenen Punkten. Oder hast du vielleicht was mit Muck? Liebe Zuschauer, Muck! Muck, du bist ja, glaube ich, zweite oder dritte Mal verheiratet. Wie war es noch gleich? Zweite Mal. Dritte Mal schon in der Zeitung, aber du liest die falschen Zeitungen. Ja, zweimal ist auch einmal zu viel. Ich sehe es ein. Ne? Also es reicht. Also, ihr müsst mir beide mal erzählen jetzt. Ihr habt ja beide Erfahrung, seid beide einmal geschieden, darf man ruhig erzählen. Wie glaubt ihr denn, findet man den richtigen Mann oder die richtige Frau? Bitte. Da gibt es kein Rezept. Wenn die richtige Frau dasteht, dann merkt man es einfach. Und bei dir? Intuition einer Frau. Alles aus dem Bauch raus. Oh, wie du das sagst. Ja. Oh. Also, Muck, bei mir ist so du kannst mal zu einem Auftritt gehen, bitteschön. Und ich wünsche euch beiden, Christina, alles Gute, beruflich und privat, den richtigen Mann und die richtige Frau. Und so hat auch der Muck seinen Comeback-Titel genannt, die richtige Frau. Ich flog gestern Abend so am Himmel entlang. Die Sonne zu grüßen vor ihrem Untergang. Yeah. Und keine Angst mehr vor Nächten an solchen Ketten aus purem Blei. Denn alles, was schön ist, geht nun nie mehr vorbei. Denn die Sonne steht. Jeden Morgen
Oper. Das NDR Deutsche Fernsehballett. Der Titel hieß Passion, also Leidenschaft, mit einer Choreografie von Ofelia Villarova. Liebe Zuschauer, vielleicht kennen Sie die beliebte Krankenhausserie In aller Freundschaft, die gleich hier nebenan in der Media City in anderen Studios gedreht wird. Und haben uns gedacht, Mensch, dann laden wir doch einfach mal eine der Hauptdarstellerin ein. Guten Abend, Uta Schorn. Uta. Grüße dich, komm. Danke. Bitte schön, Uta. Mordsballett, was? Ja, Wahnsinn. Wir kennen uns ja von der versteckten Kamera. Du brauchst keine Angst zu haben, hier ist nichts versteckt, kein doppelter Boden, gar nichts. Also du brauchst keine Angst haben. Ich vertraue dir. Du bist ja nun jeden Tag im Krankenhaus, auch wenn es ein Studio ist. Wie bleibt man da gesund? Ich bin ja die Sekretärin vom Chef. Also die hat mit den Kranken nicht so viel zu tun, aber ich lebe auch sehr gesund. Wie geht's in der Serie weiter? Kannst du ein bisschen was verraten? Oder? Nein, das darf ich nicht. Aber es gibt eine Neuerung. Nicht nur, dass wir das neue Studio haben. Wir laufen nicht mehr montags 21:45 auf der ARD, sondern am 8. Januar 21:05 dienstags. Oh, da seid ihr Konkurrenz zum Schlagermagazin zum Beispiel. Ja, 20 Minuten lang. Früher. Wir fangen früher an, ja. Ja, da kann man ja dann umschalten zu In aller Freundschaft. Das kommt gar nicht in Frage. Uta, kommt gar nicht in Frage. Nicht? Sag mal, du hast ja auch moderiert, weiß ich. Ja. Hast du auch mal gesungen? Ja. Erzähl. Obwohl ich das nicht kann. Also ich würde sagen, ich rufe mehr. Aber ich singe so gerne, dass ich finde, da müssen die Leute dann durch. Das macht heute gar nichts mehr. Das machen so viele, ne? Die es gar nicht können eigentlich. Da sage ich nichts zu. Also wenn du gesungen hast, ich hoffe, dass du nicht durchdrehst bei der Serie, dass du schön locker bleibst und weiterdrehst. Und wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen einem romantischen und einem rhythmischen Titel, wie würdest du dich entscheiden? Also Musik in jeder Form gefällt mir, aber ich sag jetzt mal vielleicht was Romantisches. Hast du was für mich? Also ich habe gehofft, dass du das sagst, denn unser nächster Gast, ich danke dir erstmal, unser nächster Gast nämlich, der steht auch für ausdrucksstarke Balladen. Stark sein, Nicole! Du musst stark sein, bis du freie Atmen
Nicole. Nicole, auch für dein Jubiläum gibt's Blumen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie fällt denn deine musikalische Zwischenbilanz nach 20 Jahren aus? Ach, ich würde sagen, sehr positiv. Nachdem wir ja vor kurzem Tourneestart hatten in Leipzig, was sehr toll war. Oh. Bin ich sehr, ja. Nein, bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass das Publikum diesen Weg in all den 20 Jahren mit mir mitgegangen ist und mich hat entwickeln lassen. Und ich glaube, das ist für einen Künstler ganz, ganz wichtig. Ich bin stolz auf euch. Danke. Schöne Worte. Dankeschön, Nicole. Danke dir. Der Gerd ist in ein paar Jährchen voraus. Aber wie sagt man so schön, Männer altern nicht, die reifen ja nur. Im Juni gewann er die MDR-Hitsommernacht mit dem Titel La Vita e Bella. Sie wissen, wer kommt. Hier ist ihr und unser Gigi Anderson. Es ist viel passiert im Jahr 2001, es haben sich viele getrennt. Nadel und Dieter, Nadel und Ralf, Sabine und Theo wegen Ulla, Ulla auch wegen Theo, Lodda und Maren, Irene und Gavin. Nur Uta Bresan, die hat uns den Glauben an Liebe und Zweisamkeit bewahrt, sie hat geheiratet. Das Schlagermagazin war exklusiv mit dabei, ich sage nur herzlichen Glückwunsch, Uta Bresan.
Uta, ich öffne den Schlag. Komm bitte. Oh. Uta, immer noch auf rosa Wölkchen? Immer noch. Ich bin wahnsinnig glücklich. Es wird also bleiben? Ja, das wird so Sei bleiben. Sei dir Also ich hoffe Sei es. Du hast wieder Blumen mit dabei, die darf ich dir mal abnehmen, ja. Denn die sind gar nicht für dich. Dankeschön, Uta, wir sehen uns gleich sowieso wieder. Die sind nämlich, wir haben es vorhin erwähnt, für eine Taxifahrerin. Wir haben nämlich den 125. Geburtstag der Leipziger Taxigenossenschaft zu feiern. Stellvertretend ist sie da, die dienstälteste Fahrerin Leipzigs, Gertraude Partaune, 40 Jahre dabei. Herzlich willkommen. Dankeschön. Das sind Ihre Blumen. Ihr Applaus. In einem Volga vorgefahren, wunderbar. Gertraude, wenn man 40 Jahre Taxi gefahren ist, dann hat man doch bestimmt ganz skurrile, verrückte Abenteuer erlebt, oder? Irgendwas ganz Besonderes? Ja, was ganz Besonderes war vielleicht vor 15 Jahren. Ich kriegte einen telefonischen Auftrag von einer Straße im Osten von Leipzig, eine Dame abzuholen. Mhm. Das habe ich auch getan. Und wie ich dorthin komme, ist die Dame hochschwanger und die Wehen haben schon angefangen. Und es waren noch 5 Kilometer bis zur Frauenklinik. Und es war natürlich auch noch glatt, sodass es also mit dem Fahren nicht so besonders war. Unterwegs wurde das immer schlimmer mit diesen Wehen. Ich bin im Kofferraum, dort hatte ich eine Decke. Da habe ich die Frau dann auf eine Decke gelegt und sind wir mit der Tüte, Licht und Hupe in die Frauenklinik gefahren. Dort wurden die Türe aufgemacht und die Ärzte kamen. Und das Kind war 5 Minuten später da und es war ein Junge. Tolle Geschichte. Dankeschön. Ja, das ist etwas Besonderes. Kann man sagen, was man will. Wie wird denn gefeiert? 125 Jahre Taxigenossenschaft. Wir haben gefeiert also vor 2 Wochen im Haus Auensee. Es war eine sehr schöne Feier. Und also auch vor allen Dingen die alten Kollegen waren mal alle geladen, sodass wir die Senioren alle geladen hatten, sodass auch die Älteren, die die Genossenschaft mit aufgebaut haben, dass sie auch die mal geehrt wurden. Dankeschön, Gertraude Partaune. Herzlichen Dank. Und jetzt gibt es natürlich ein Ständchen, ganz klar von Uta Bresan. Hilf mir, an deiner Seite zu gehen. Dankeschön, Gertraude. Tschüss. In diesem Augenblick.
wie ein Atemzug vergeht die Zeit. Nur Erinnerung, die uns noch bleibt. Es ist alles längst zu spät. Ja, es ist alles längst zu spät. Oh, wo ist unser Gestern hin? Nur Gedanken, die vorüberziehen. Oh, ich lieb zu viel. Oh ja, ich lieb zu viel. Unsere Liebe lebt von Fantasie. Wenn's zu Ende geht, dann stirbt auch sie. Es war mehr als nur Gefühl. Ja, für mich war's mehr als nur Gefühl. Oh, wo ist unser Gestern hin? Nur Gedanken, die vorüberziehen. Oh, ich lieb zu viel. Oh, ich lieb zu viel. Sag mir, wo gehen unsere Träume hin, wenn unsere Liebe geht? Haben wir denn wirklich nur an uns vorbeigelebt? Doch was ich fühle, ist keine Lüge. Fantasie, wenn's zu Ende geht, dann stirbt auch sie. Es war mehr als nur Gefühl. Ja, für mich war's mehr als nur Gefühl. Oh, wo ist unser Gestern hin? Nur Gedanken, die vorüberziehen. Oh, ich lieb zu viel. Oh, ich lieb zu viel. Sag mir, wo gehen unsere Träume hin, wenn unsere Liebe geht? Haben wir denn wirklich nur an uns vorbeigelebt? Doch was ich fühle, ist keine Lüge. Oh, nur Gefühle. Oh, ich lieb zu viel. Man kann natürlich nie zu viel lieben, das geht ja gar nicht. Ne? Und schon wieder haben wir ein Jubiläum, denn im Jahr 2001 jährte sich zum 50. Mal der Geburtstag des wohl bekanntesten deutschen Wanderliedes. Das kennen Sie. Ich überlege gerade, wie hätte das Rudi Carrell wohl gesungen? So, dieser Weg auf die Höhen bin ich oft gegangen. Wurde gefahren mit meinem Wohnwagen, war toll, ne? Schnell und schön, ganz toll und schön, ja? Oder Howard Carpendale, wahrscheinlich so ein Sprechgesang. So. Macht ja mal so, unser Howie, ne? Oh, dieser Weg auf die Höhen, oh, da bin ich oft gegangen, muss ich sagen. Aber richtig spießig. Also, ich muss sagen, riesig, du, ich ruf mich an, ich lass mein Handy an, ruf mich an, ja? Aber jetzt kommt was. Ganz, ganz außergewöhnliche Variationen des Rennsteigliedes.
Für Karin Roth, fürs Original des Rennsteigliedes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Pop-Version der vier Herren vom Fernsehballett. Großartig, ganz stark. Bei Muck für die Rock-Version. Bei Michael Morgan für die Rap-Version. Mal wieder ausschaut. Und bei der Koloratursopranistin Anne Hofmann für die Klassik-Version. Dankeschön euch allen. Herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zum Kaiser. Ja, nicht zum Franz Beckenbauer, obwohl der hat auch mal gesungen. Wisst ihr das noch? Zu seinen besten Knorr-Zeiten. Gute Freunde kommt niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Hat er wirklich gemacht, ja? Er war stark damals. Ich meine natürlich Roland Kaiser. Der singt auch viel besser als der Franz aus seinem aktuellen Album Alles auf Anfang. Ich gehe mit dir, wohin du willst. Roland Kaiser! Weiße Wände, unendlich mies fühl ich mich, denk permanent nur an dich. Ich kann nicht mehr lachen, nicht mehr weinen, weiß nicht, wo du gerade bist, was du vermisst. Ich will dich wieder sehen und verstehen, dich riechen und fühlen, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Komm, gib mir ein Zeichen, dass du noch an mich denkst. Ich geh mit dir, wohin du willst, wann du willst und wie du willst. Ich bin für immer da für dich, nur für dich. Ich denk an dich. Bitte hör mich an, sonst versteck ich dann, dass ich ohne dich nicht leben kann. Gib mir diese Chance und lass mich nicht allein. Hell oder dunkel, Licht oder Schatten, es gibt kein Sinn und vielleicht, das nur bis vorgestern reicht. Du musst dich entscheiden, ohne Leiden, denk an die Zukunft und dich, vielleicht an mich, denn heute ist nur das Gestern von morgen. Vergiss deine Sorgen, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Komm, gib mir ein Zeichen,
noch an mich denkst. Ich geh mit dir, wohin du willst, wann du willst und wie du willst. Ich bin für immer da für dich, nur für dich. Ich denk an dich. Bitte hör mich an, sonst ersticke ich dran, dass ich ohne dich nicht leben kann. Gib mir diese Chance und lass mich nicht allein. Ich geh mit dir, wohin du willst. So sieht sie aus, die CD zur Sendung Die Schlager des Jahres, Folge 6. Ab sofort im Handel erhältlich. Vielleicht ein Tipp für Sie, haben Sie jeden Tag die Schlager des Jahres. Und jeden, den Sie bisher gesehen und gehört haben, jeder ist natürlich da drauf, ganz, ganz klar. Auch Sie, die ganz sicherlich den größten Karrieresprung in letzter Zeit gemacht hat. Ihr Titel ist Programm für Ihr Leben. Wer Liebe lebt, Michelle. Sommersonnenschein, der in dein Zimmer fällt, hell und warm, dich umarmt. Und der Schatz im Blick, der deine Tage trübt, wird auf einmal wieder klar. Feuer wird aus Eis, wenn dich hier Zauber leise berührt. Und ein grauer Tag strahlt mit einem Mal und du hörst die Melodie voll Gefühl und voll Poesie. Wer Liebe lebt, ja, liebe Zuschauer, Michelle. Liebe Zuschauer, wenn man ihn einlädt, hat man immer das Problem, mit welchem Titel
In den letzten 10 Jahren war ja von ihm alles erfolgreich. Von Wolfgang Petri! Wolle! Wolle! Wolle, da ist er! Komm mal! Bernhard, das sind die schönen Dinge im Leben. Ich merke das schon. Wollen wir ihn noch singen hören? Nur Wolfgang, einmal. Pass auf. Liebe Freunde, komm, geht gleich weiter. Wolfgang, du siehst einen Blumenstrauß mit Freundschaftsbändern und das ist ja dein Markenzeichen. Und zwar zu deinem 50. Du bist seit dem Sommer im Club der 50er. Stimmt. Darüber reden wir jetzt aber nicht. Ich beruhige dich. Ja? Das ist also gut. Das ist schon mal sehr feinfühlig von dir. Ich wollte von dir einfach mal wissen, Wolfgang, gibt es eine Frage, die du nie wieder hören möchtest? Ja, alle dummen Fragen, die möchte ich nie mehr hören. Ah. Also du entscheidest selber, was dumm ist oder was. Also ich ärgere mich immer zum Beispiel, wenn jemand fragt, so nach 29 Jahren, wie hat es denn bei dir mit dem Singen angefangen? Das ist zum Beispiel eine dumme Frage. Ja, das ist eine dumme Frage, wirklich. Oder welche würdest du gerne mal beantworten? Gibt es da eine, wo du sagst... Es gibt bei mir keine Tabus. Jeder Mensch kann mich fragen, was immer er denkt. Und er kriegt auch immer eine Antwort. Das weiß ich. So auf ist alles. Auch. Achterbahn, schön. Achterbahn. War dein Leben auch so ein bisschen, wie deine CD heißt, Achterbahn? War das ein bisschen, kann man das sagen? Ich glaube, wir Gaukler haben alle so ein Achterbahnleben. Das hast du auch erfahren im Leben. Das sind die normalen Dinge. Man geht rauf, runter und durch dick und dünn und kleine... Hallen, große Hallen, Scheunen, ich habe alles besungen, was es überhaupt nur gibt. Wolfgang, ich würde sagen, die Blumen gebe ich dir nachher, das weil du singst jetzt erstmal. Und damit es keine Diskussion gibt, ganz klar, the best of Wolfgang Petri. Bitte schön, Wolfgang. Just
Dankeschön. Wolfgang Petri, wenn Sie jetzt schade schon vorbei sind, dann haben wir nichts falsch gemacht, dann waren die Schlager des Jahres wieder mal nach Ihrem Geschmack. Ich sage danke an das gesamte Team, danke an alle Kolleginnen und Kollegen und das dickste Danke geht natürlich an Sie, ans Publikum zu Hause und hier in Leipzig. Dankeschön! Und das vergangene Jahr, oder besser gesagt, das zu Ende gehende Jahr, hat sich natürlich auch von anderen Seiten gezeigt. Das ging auch an uns Unterhaltungsleuten nicht spurlos vorbei. Nur wir drücken es auf unsere Art aus. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss. Es gibt wieder dieses Gestern. Es gibt Zeichen an der Wand. Es gibt Dummheit ohne Grenzen. Und Gewalt in diesem Land. Schon die Kinder lernen hassen. Und der Fremde wird zum Feind. Die Vergangenheit wirft Schatten. Einer wirft den ersten Stein. Doch es werden immer mehr sein, die sich sagen, höchste Zeit. Und Lichterketten brennen hell. Für den Mut zur Menschlichkeit. Wer die Augen schließt, wird nie die Wahrheit sehen. Wer noch länger schweigt, wird Schweigen untergehen. Nur bis hierher und nicht weiter. Und nicht alles ist mir gleich. Lieber einmal nein. Ist eine Brücke über Finsternis und Angst. Und ein Wort zerbricht das Schweigen, bis du frei atmen kannst. Ein Gefühl kann man nicht teilen. Ehrlichkeit ist nie bequem. Und ein Lied ist eine Flamme. Überall kannst du sie sehen. Doch es werden Wer die Augen schließt, wird nie die Wahrheit sehen. Wer noch
alles ist mir klar. Lieber einmal nein als tausendmal und nicht alles ist mir klar. Lieber einmal nein als tausendmal Die CD mit den Titeln aus dieser Sendung erhalten Sie überall im Handel.